herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession und es wird berücksichtigt. Ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anderes als in westlichen Astrologie. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Ariadna, ich grüße dich, das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht um dein Geburtshoroskop. Hier in die Mitte ist ein Engel. Das ist dein persönlicher Schutzengel und heißt Lauviach und hat die Zahl 11. In diesem Tag, wo du geboren bist, ist dieser Engel herrschte über den Tag und bekam die Zahl 11 nach Kabbala und das hat in dein Leben auch eine Bedeutung. Engel Lauviach ist Engel der Gelobte, fördert das positives Denken. Engel die Lebensfreude und Glück, hilft uns Vertrauen gewinnen, begeistert uns von etwas und führt zum Erfolg. Hilft uns in einen spirituellen Weg zu gehen und dass wir viele Freunde haben. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, in deinem ersten Atemzug, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat, auf dem Erdenleben und begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Wie ein Kostüm trägst du das. Das nennt man Lagna oder Aszendent und das hast du in Tierkreiszeichen Skorpion. Das beeinflusst dein Aussehen, mystisch, geheimnisvoll und hast du ein erotisches Ausstrahlung, gehört auch zum Skorpion und beeinflusst nicht nur dein Aussehen, sondern das gehört zu deiner Persönlichkeit, sehr geheimnisvoll. Löst auch aus, dass viele Menschen ihren Geheimnisse immer wieder an dir anvertrauen. Über die Tierkreiszeichen Skorpion herrscht Mars, aber auch Pluto. Das ist hier Pluto-Energie und das bedeutet alles oder nichts. Pluto geht nicht in einen Kompromiss ein, sondern bleibt immer im Kern der Dinge, bleibt im Inneren Kraft. Der zweite Lebensbereich, hier handelt es sich um Werten. Was möchtest du im Besitz nehmen? Was ist für dich wertvoll? Aber gehört auch Selbstwertgefühl, Wertschätzung verlangen auch und die Finanzen. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt zum Beispiel, ich habe das nicht verdient, ich bin nicht gut genug, dann verdient das auch nicht. Dann kommt das Geld nicht, weil die Einstellung stimmt nicht.
Stattdessen immer sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz. Achtung, nicht sagen, ich werde im Besitz nehmen, sonst schieben wir in Zeit voraus, sondern ich habe jetzt schon alles im Besitz, was für mich wertvoll ist. Und diesen zweiten Lebensbereich, wo um Werten und Finanzen geht, hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement und das ist schon die Begeisterung und die Bewegung. Dich kann man von vielen Dingen begeistern, was du auch gerne am Besitz nehmen möchtest. Aber achte auf etwas, weil die Schütze zeigt es auch und das ist die Pfeil der Schütze, das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und da sind die Wünsche, was du wirklich wünschst, weil das für dich ein Herzensangelegenheit ist. Das sollst du in Besitz nehmen und nicht das, was andere dich davon begeistert haben und du bist ein bisschen unsicher. Und sonst verlierst du die Orientierung. Also immer auf dem Wesentlichen konzentrieren, nur was für dich wirklich, für dich persönlich wertvoll ist. Schütze hat auch einen Bezug zum Reisen und Ausland. Das kann auch bedeuten, dass hier um Finanzen auch geht, weil du Kontakten hast oder Verträge oder Investitionen oder gibst Geld aus für Reisen oder für Sport. Der dritte Lebensbereich zeigt die Alter, die Schulzeit. Und diese Erinnerungen bleiben erhalten und diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn du dich erinnern kannst, wie hast du das erlebt, die Verbindung zu deinen Geschwistern, die Verbindung zum anderen Kindern, hast du in die Schule Anerkennung bekommen oder warst du übersehen oder war das für dich schwierig und streng? Und diese Erinnerungen hast du in dir und das spiegelt sich später. Wie gehst du mit Konkurrenten, Rivalinnen um? Wie behauptest du dich dann später im Berufsleben zum Beispiel? Aber nicht nur diese Thematik ist hier, sondern auch Wissen. Wissen aneignen, Wissen vermitteln, Schulungen, Informationen, Kontakte, Austausch, Medien und vieles, vieles entdecken in vertrauten Umgebung, Nachbarschaft, Verwandtschaft, all diese Begegnungen. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Steinbock ist sehr streng in ersten Lebenshälfte und so war deine Schulzeit, also kein Zuckerschlecken. Aber im zweiten Lebenshälfte wirkt stabilisierend. Gib dir die Stärke. Vielleicht hast du diese Erfahrungen gebraucht, weil das stärkt dich und du kannst jetzt dich behaupten. Und im zweiten Lebenshälfte hast du die Geduld und die Ausdauer, auch deine Ziele zu erreichen. Und jetzt der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format nehme. Und hier ist die Wurzel des Baumes. Weil das ist so passend als Beispiel, dass dieser Horoskop ist bildhaft wirklich wie ein Baum. Hier sind wir verwurzelt, verankert. Hier haben wir Halt, Sicherheit, Stabilität und Halt und das brauchen wir auch. Und im tiefsten Punkt sind unsere Ahnen, unsere Traditionen und die Herkunft. Aber auch unserem Zuhause und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, ist auch hier in diesem Lebensbereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Tierkreiszeichen Wassermann ist großzügig, luftig, modern. Und das brauchst du als Zuhause. Du liebst es auch, eine helle Wohnung, große Räume, modern eingerichtet, das passt zu dir.
Die Tierkreise zeichnen Wassermann, zeigt aber noch etwas einzigartig, außergewöhnlich, und du liebst auch solche Objekte. Aber hier ist nicht nur dein Zuhause gemeint, sondern was gibt dir Halt im Leben? Das sind deine Ideen, deine Einzigartigkeit. Darauf kannst du bauen und das kannst du verwirklichen im Leben. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Deine Kinder, später dein Enkelkinder zählen auch dazu. Aber auch dein Kindheit oder dein inneren Kind. Und das sollen wir auch pflegen. Immer wieder mal sagen, oh, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich. Weil solche Sätze stärken uns innerlich. Besonders bei den Menschen, die in Kindheit immer wieder gehört haben, du kannst nicht, dann kommt man so vor, wie wenn man sich versagen würde. Und solche Muster sollen wir ablehnen. Und brauchen wir ein gesundes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Nicht nur das ist hier, sondern auch die Lebensfreude, die schöpferische Energie, unserem Leben schöpferisch gestalten. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen und das ist sehr kreativ, sehr verträumt. Und da kannst du deine Träume auch verwirklichen. Und Fantasie hast du auch. Mach das spielerisch wie ein Kind. Mal das auch, deine Träume, deine Fantasie. Aber achte auf diese Tierkreiszeichen Fischen, dass das aus zwei Fischen besteht. Erstens ist das Wasserelement, also hat ein Bezug zu unseren Gefühlen. Und die eine Richtung ist Angst, Zweifel, Unsicherheit, Selbstmitleid. Dann andere leiden auch mit, man geht auf diesem Energie, ich könnte sogar sagen, es gibt viele Fischengeborenen, die genießen das auch regelrecht, weil dann endlich kümmert jemand um sie. Und dann dieses ständige Selbstmitleid und diese Angst auch löst aus, dass das nichts mehr vorangeht. Und entsteht auch mit der Zeit Probleme und Depressionen. Das ist die eine extreme Richtung und sowas gibt es auch. Die andere Richtung ist ein Wunder, weil hier in Tierkreiszeichen Fischen ist die ganze Reichtum verborgen. Auch die finanzielle Reichtum, die schwimmen im Geld. Aber auch das innere Reichtum, die Spiritualität, die Träume zum Leben, das Leben so gestalten. Und das kannst du so vorstellen. Hier in den Tierkreiszeichen Fischen herrscht Jupiter und Neptun. Und Neptun ist der Planet, der Künstler. Neptun ist die Vision, die Träume, die Vorstellung. Diese Energie ist hier. Also, das ist möglich, unseren Träumen, unseren Vorstellungen leben, vorausgesetzt ist, wir vertrauen das, wir glauben daran und dann loslassen, geschehen lassen und dann kommt das im Fluss und damit zeigt man das Vertrauen, das Fluss des Lebens, das Vertrauen an sich selbst, Vertrauen an die Liebe, Vertrauen an die Träume und Vertrauen an Gott. Das ist die richtige Richtung hier in Tierkreiszeichen Fische. Und damit, mit dieser Energie, kannst du dein Leben schöpferisch, kreativ gestalten. Aber achte darauf, dass nicht mit Strenge, so wie in deiner Schulzeit das dir beigebracht wurde, sondern spielerisch. Und dann kommt das alles im Fluss. Der sechste Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit. Hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Die Tierkreiszeichen wieder zeigt auch Begeisterung.
Die kann man von vielen Dingen begeistern und dann hast du auch die Mut, beruflich dich zum Verbessern, Verändern. Und du liebst es auch, dieser ständige Wechsel und Veränderungen. Wenn das um Gesundheit geht, steht die Tierkreiszeichen wieder astromedizinisch mehr im Kopfbereich. Das kann auslösen, dass du immer wieder mal Migräne oder Kopfschmerzen hast. Jetzt kommt die siebten Lebensbereich und das spiegelt etwas. Wenn du betrachtest dein Geburtsmoment, in diesem Augenblick schauen wir in diesem Spiegel. Und diesem Spiegel erkennen wir unseren Seelenpartner. Und das hast du hier in Tierkreiszeichen Stier. Das heißt nicht, dass dieser Mann in Tierkreiszeichen Stier geboren soll. Überhaupt nicht. Ich schließe das nicht aus. Möglich ist das schon. Sondern wie öffnest du diese geheime Tor zum Liebepartnerschaft? Mit Stierenergie. Das heißt, Ruhe bewahren, das Leben genießen, bequem zu machen und durch Lebensfreude. Und mit dieser Energie bist du in die Lage, diesen Bereich Partnerschaft zu öffnen. Die achte Lebensbereich folgt jetzt und das ist gar nicht einfach zu beschreiben. Im achten Lebensbereich ist der Bereich von Pluto. Pluto ist nichts anderes als Hades, Gott der Unterwelt. Das hat mit Unterwelt in dem Sinne als böses, kriminelles nichts zu tun. Ein besserer Begriff wäre vielleicht das Unbewusste. Pluto herrscht um das Unbewusste. Natürlich kann ein Pluto oder ein Saturn-Einfluss Todesfall auch auslösen und in dem Zusammenhang kann auch Thema Tod, Erbschaft, Todesfall auch da sein, aber es ist untypisch. Pluto beschreibt eher das Leben zum Erhalten. Diese Energie, diese Kraft und diese Macht hat Pluto. Pluto und Persephone zeigt uns das Kreislauf des Lebens. Die Winterzeit, wo die Natur sich ruht und dann die Frühling, wo alles aufblüht. Das ist Persephone und Pluto. Persephone ist die große Liebe von Hades. Also zeigt einmal dieser Kreislauf des Lebens. Wenn wir Tiefschlaf haben, dann tut das für uns, für unseren Körper das gut, weil das ist sehr erholsam. Und im Tiefschlaf sind wir auch in Plutos Bereich. Oder wie sich die Zellen sich erneuern, diese Erneuerungsprozesse. Es ist auch Pluto-Energie. Oder die Sexualität ist auch Pluto-Energie. Diese Prozesse befinden sich hier, Erneuerungsprozesse. Und dazu gehört auch das Loslassen. Aber in diesem Bereich haben wir auch andere Themen auch. Wie zum Beispiel erbschaftlichen Themen, das hat auch mit Tod was zu tun, oder Ämtern, was mit Finanzen was zu tun hat. Es spiegelt sich auch hier die zweiten Lebensbereich, wie zum Beispiel Finanzamt, Investitionen oder Versicherungen oder Banken. All das gehört auch hierher und hier hast du die Tierkreiszeichen Zwillinge.
Und damit du das transformieren kannst, deine Energie, brauchst einen höheren Selbstbewusstsein. Und genau das erzählen die Zwillinge. Und ich erzähle auch dazu etwas, die mythologischen Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin, Leda. Sie war wunderschön und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte an Leda. Verführte auch Leda und Leda wurde schwanger von Zeus. Sie war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde sie auch schwanger und sie gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillingen waren immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, dass Kastor musste sterben. Und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, weil ich möchte nicht alleine bleiben, ich möchte auch nicht meinen Bruder sterben sehen, wir waren immer zusammen, wir bleiben zusammen. Und Zeus sagte, nein, ihr müsst nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden im Himmel gesetzt. Und sie leuchten in den gezeichneten Zwillingen, Kastor und Pollux. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Und das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Und unsere Seele ist unsterblich, weil das ist ein Teil von den göttlichen Schöpfung. Das ist die Teil Pollux, unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt unsere Seele den Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und die Seele hat die volle Erinnerungen. Die Seele hat auch die Gefühle, dieses Bewusstsein auch. Und wenn die Seele ankommt bei Gott, ich kann das nur so vorstellen, das ist so meine Vorstellungskraft, dass Gott fragt dann, ja, erzähl mal, wie war es das auf die Erde? Und die Seele erzählt und lässt sich Revue passieren. Das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film. Und am Ende des Filmes fragt Gott nochmal, ja, bist du glücklich, bist du zufrieden, fühlst du dich frei? Wenn die Seele sagt, ja, klar, dann hat von Karma befreit. Wenn die Seele sagt, ja, hätte ich eigentlich besser machen sollen, ich habe doch gar nicht gelebt, dann sagt Gott, kann ich auch so vorstellen, natürlich, ich habe keine Beweise dafür, aber so können wir das mal vorstellen, dann sagt Gott, ja gut, dann geh zurück, mach besser. Und die Seele macht die Seelenreise und diese Seelenreise nennt man Karma. Und dann ist man in diesem Rad drin. Das ist ein Schicksalsrad. Und so lange machen wir dieses Rad immer wieder, so lange, bis wir glücklich, zufrieden sind und zu uns selbst stehen, weil das ist das Ziel. Und unserem Leben schöpferisch gestalten, wie die Schöpfung selbst ist. Weil das ist auch ein Gesetz. Wie oben, so ist es auch unten. Also wir sind in diesem Schicksalsrad drin, in diesem Karma drin und die Seele sucht einen Weg, ein Schicksalsweg. Und die Seele kennt diesen Schicksalsweg und dieser Weg ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt
und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und das ist die Teil, was sterblich ist, also Castor. Und genau das ist ein Geburtshoroskop, das ist die Seelenplan. Aber die Seele selbst kennt es auch, weil die Seele hat es selbst ausgesucht. Und das ist das goldene Weg. Und wenn wir in diesem Weg gehen, dann machen wir das Richtige. Aber wir machen immer wieder Umwegen und Saturn korrigiert das ein bisschen. Und das ist diese Seelenreise. Und genau das erzählen die beiden Zwillinge, damit wir das verstehen, damit wir einen höheren Bewusstsein haben und erkennen, das Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Selbst zu sein, fröhlich zu sein, zufrieden sein, glücklich zu sein, befreit zu sein. Von allem befreit von Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Dann kommen noch andere negativen Gefühle dazu, wie Eifersucht, Neid, Hass, all das auch. Das sind dann ganz tiefen Gefühle. Diese Gefühle gar nicht zulassen, sondern immer in positiven Gefühlen bleiben, wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung und Liebe, weil das ist göttlich, das ist die schöpferische Energie, das ist Licht und Liebe. Und das ist die Erkenntnis und hier hast du bei diesem Bereich eine Art Transformationsprozess, zu diesem Bewusstsein kommen und deinen Gefühlen transformieren. Der nächste Lebensbereich ist eine große Reise, hat mit Ausland was zu tun, mit Auslandskontakten, aber auch inneren Reise und das ist der spirituelle Weg. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Und der Krebs gibt dir ein Zuhause. Im Praktischen auch, das könnte für dich bedeuten, dass du findest im Ausland dein Heimat, dein Zuhause. Aber Krebs bedeutet auch einen inneren Zuhause, weil unsere Seele braucht es auch. Das ist wie ein inneren Tempel, wo du immer wieder besuchst, weil du sollst auch um deine Seele kümmern. Und das kannst du dann, wenn du zur Ruhe kommst oder eine meditative Haltung hast, dann besuchst du deine Seele und das kannst du gestalten und das ist hier Krebs. Dann sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, das ist die Krone des Baumes. Hier bekommen wir Anerkennung, Ansehen, Respekt und hier in diesem Bereich sind unsere Ziele und zeigt, wie erreichen wir unsere Ziele und auch die Berufung. Hier hast du einen königlichen Tierkreiszeichen Löwe. Löwe braucht die Öffentlichkeit, Löwe braucht die Glanz, also du brauchst es auch und das ist deine Berufung, im Mittelpunkt zu sein, in die Öffentlichkeit. Das kann auch Medien sein. Der nächste Bereich sind unsere Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften, hier hast du Jungfrau. Das kann natürlich bedeuten, dass du verträumt warst in Kindheit und die anderen haben gesagt, die Erwachsenen, ja sei nicht so verträumt, sei bodenständig, sei mal ein bisschen bescheiden und genau diese Bescheidenheit hast du mit dem Jungfrau hier. Und Jungfrau ist aber auch sehr klug und du kannst das unterscheiden, was ist realistisch, was ist nicht, was kannst du im Tat umsetzen. Also das ist schon das Wissen der Jungfrau. Jungfrau ist sehr, sehr klug und ökonomisch denkend. Aber hier bezüglich auch die Freundschaften, auch du hast diese Unterscheidungsvermögen und du kannst das einordnen. Trennen Spreu von Weizen. Und erkennen, wer sind die wahren Freunde und wer nicht. Und da bist du kritisch. Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens.
und alles, was geheimen ist. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, ist alles hier beschrieben, auch die geheimen Feinde. Und hier hast du Waage. Aber in diesem Bereich sind auch die Ursachen. Auch die Ursachen, die Erkrankungen. Und da brauchst du immer die inneren Harmonie, die inneren Gleichgewicht. Und wenn etwas im Geheimen passiert oder hast du geheime Feinde, dann verdrehst du ganz stark die Gerechtigkeit. Weil diese Gerechtigkeit Sinn hast du in dir. Jetzt kommt Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Ganz oben im Horoskop und das ist schon Glanz. Gesehen und gesehen werden. Du brauchst das im Mittelpunkt zu sein. Bewunderung, Anerkennung, das brauchst du. Die Öffentlichkeit. Mond ist in Tierkreiszeichen Waage. Mond zeigt deinen Gefühlen. Damit du zum Harmonie kommst, zur Ruhe kommst, weil das ist gut für deinen Gefühlen, brauchst immer wieder einen gewissen Rückzug. Also du liebst die Öffentlichkeit, ja, aber für deine Seele, für dein Wohlbefinden ist wichtig immer wieder dieser Rückzug. Mond zeigt auch die Mutter oder Mutterwerden. Und hier im Verborgenen kann auch eine Art Angst sein, schwanger zu sein, Mutter zu werden. Angst, ob du diese Aufgabe erfüllen kannst. Natürlich in dieser Position hier im 12. Lebensbereich kann die Mondenergie sowas auch auslösen. Mond hier in diesem Bereich ist auch ein bisschen in die Schattenseite. Und das ist wichtig, raus aus diesem Schattenseite und die Mondenergie leben. Das sind deine Intuition, das sind deine Gefühle, das ist dein Unbewussten, aber auch die Verbindung zu deiner eigenen Mutter oder Thema Mutterschaft gehört auch dazu. Mars befindet sich in den Zwillingen. Mars bedeutet deine Kraft. Wie setzt du dich durch im Leben? Wie kannst du dich behaupten, dich zu wehren, alles in Bewegung setzen? Du brauchst die Luftelement von den Zwillingen. Und wenn das zu viel ist für dich, weil die Zwillinge ist sehr beweglich, du bist mal hier und dort und überall, wenn das für dich zu hektisch ist, zu viel ist, dann verlierst du die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht und das brauchst du hier mit Waage Mond und kommt alles zum Nervosität. Und hier muss die Mars-Energie transformieren, zwar auf den Wesentlichen konzentrieren und sagen, da setze ich meine Kraft ein, weil das ist mir wichtig und alles andere bleibt jetzt stehen. Oder auch mal Nein zu sagen. Mit Waage Mond, wo um deinen Gefühlen handelt und möchtest niemand verletzen oder hast du dieses Bedürfnis, dieses inneren Bedürfnis, dich beliebt zu machen und kannst nicht Nein sagen und bist mal hier und da, das raubt Kraft. Das raubt hier Kraft und das ist sehr wichtig, in deiner eigenen Kraft zu bleiben. Natürlich bedeutet Mars auch der Mann und du wirst einiges erleben in Partnerschaft, was für dich eine Wandlung bedeutet. Oder du wirkst auf diesen Mann, dass er dann in eine Veränderung, in eine Wandlung dann durch diese Liebe, durch diese Partnerschaft sich befindet. Merkur ist im Krebs. Merkur sind Handlungen,
Kommunikation, Verbindungen, auch Wissen. Und hier im 9. Lebensbereich sind auch höheren Bildung. Und das ist, dieser Bedürfnis ist schon da, zum einen höheren Bildung, nicht nur weil Merkur hier befindet, sondern weil Jupiter auch. Und Jupiter bedeutet auch Weisheit und höheren Bildung. Also die Bildung ist für dich sehr, sehr wichtig, einen höheren Bildung zu haben. Vielleicht nicht im jungen Jahren mit diesem Steinbock hier im 3. Lebensbereich, sondern eher im Erwachsenenalter. Und bedeutet für dich hier Merkur, Jupiter, Reisen, Glück im Ausland, Kontakte im Ausland, Verbindungen, auch Fremdsprachen spielt auch eine Rolle. Dann kommt Venus und das ist die weibliche Energie, aber nicht nur, symbolisiert nicht nur dich als Frau, sondern auch Kunst, Kreativität, Schönheit, auch Selbstständigkeit und natürlich auch Liebe, hast du hier im Löwe. Und das zeigt, dass du entweder selbstständig machst oder du hast die Berufung im Bereich Kunst und Kreativität und mit Löwe auch die Öffentlichkeit. Mit Venus hier im 10. Lebensbereich ist auch möglich, dass du deine große Liebe im beruflichen Umfeld kennenlernst. Saturn ist auch hier im Löwe. Saturn im ersten Lebenshälfte schränkt ein. Sehr streng. Saturn ist sehr streng. Schränkt dich ein und belehrt dich. Und das heißt, mit diesem Löwe-Betonung, im Spitze des Horoskopes hast du immer dieses Bedürfnis gehabt, im Mittelpunkt zu sein, Anerkennung zu bekommen. Aber Saturn bremste das ab in deiner Kindheit und in früheren Jugend. Und das sind verletzte Gefühle, weil du warst übersehen. Du hast zu wenig Anerkennung bekommen. Und im 2. Lebenshälfte stabilisiert sich alles, weil dafür sorgt Saturn. Du hast diese Lernaufgabe gebraucht, weil das hat dich gestärkt. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Im 12. Lebensbereich sind die Ursache die Erkrankungen. Weil das spiegelt die Gesundheit, die liegen gegenüber, exakt gegenüber. Und astromedizinisch ist Uranus zu unserem Nervensystem zugeordnet. Das heißt, du brauchst immer die Ruhe, achte drauf. Wenn du die Ruhe verlierst und immer die Spannung und Nervosität und Stress dich aussetzt, das kann die Ursache sein zum Erkrankungen. Neptun ist rückläufig und zeigt karmische Themen. Neptun befindet sich in Skorpion und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Diese Rückläufigkeit, diese karmischen Themen heißt, hier hast du Erinnerungen, Talente, Fähigkeiten. Neptun ist der Planet für Künstler. Also du kannst diese künstlerische Talentbegabung beruflich nützen. Hier ist Venus ganz oben, hat auch mit Kunst und Kreativität was zu tun. Neptun ist gar nicht einfach zu beschreiben. Neptun ist verschleiert, undurchschaubar. Sicherlich wirkst du so auf anderen Menschen, dass sie dich nicht einschätzen können. Neptun ist die Fantasie und die Träume.
Das ist Inspiration. Deswegen sage ich das auch, Neptun ist der Planet für Künstler, weil lässt sich inspirieren. Natürlich bist du auch verträumt und so nehmen dich andere Menschen auch wahr. Aber Neptun hat eine sehr große Wirkung, die Träume zu verwirklichen. Wenn du Träume, Visionen hast und das gehört auch zu deiner Persönlichkeit, dann verwirkliche das auch. Pluto hast du in den Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das ist für dich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich und ich erkläre warum. Du hast Lagna oder Aszendent Skorpion. Über die Tierkreiszeichen Skorpion herrscht Mars und Pluto. Und im Horoskop zeigt an, diesen beiden Planeten, dass diese Lebensbereiche für dich persönlich enorm wichtig sind. Erstmal betrachten wir Mars. Mars ist eine Kraft hier in den Zwillingen und das ist die Transformation. Das heißt, mit anderen Worten, du sollst immer auf dem Wesentlichen konzentrieren, immer in deiner Kraft bleiben. Die zweite Lebensbereich, was auch sehr wichtig ist, dort wo Pluto sich befindet, weil Pluto herrscht auch über die Skorpion. Pluto hast hier im Bereich Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften. Und das heißt für dich persönlich, und das ist karmisch, das ist karmisch, du sollst deine Träume verwirklichen, weil das ist für dich sehr wichtig. Das kann sein, dass du in früheren Leben das aufgegeben hast oder du hast es nicht getraut, das zu tun. Damit du das verwirklichen kannst, brauchst du die Überzeugungskraft und die Kraft, dich zu behaupten. Also du musst in deiner eigenen Kraft bleiben. Dann ist auch wichtig die Freundschaft und hier Jungfrau. Hier handelt es sich auch um die Träume und Hoffnungen. Aber Jungfrau ist bescheiden. Das kann von der Erziehung kommen, das habe ich dir erwähnt. Kann auch bedeuten, dass deine Freunde sagen, was träumst du schon wieder? Das erreichst du sowieso nicht. Lass dich nicht klein halten. Lass das nicht zu, dass anderen deine Träume rauben und blockieren dich, sondern bleib in deiner eigenen Vorstellungskraft, bleib in deiner eigenen Überzeugungskraft, bleib auch in dem Kraft, was von deinem Inneren kommt und das ist schon Pluto und sagst, und jetzt zeige ich denen, ich lebe meinen Traum. Und noch ein Rat, du musst es nicht erzählen, dann kann niemand sich da einmischen, weil das verunsichert nur. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu bilden sich eine Drache. Und diese Drache symbolisiert unsere Ängste und symbolisiert unseren karmischen Weg. Es wurde aber geteilt. Die Kopf von dieser Drache wurde abgeschnitten. Die Körper, das kennen wir, weil in diesem Weg sind wir schon gegangen. Das kennen wir schon. Dieser Teil in uns, was uns bekannt ist, da sind die Erinnerungen, die früheren Schicksalswegen. Das nennt man Ketu oder absteigende Mondknoten. Du hast diese Ketu-Energie in Tierkreiszeichen Wassermann. Hier. Das heißt, du hast immer geschafft eine Basis, ein Fundament, wo auf diesem Fundament etwas gründen könntest. Du hast diese Kraft. Dann Wassermann zeigt auch dein Ideenreichtum.
auch, dass du außergewöhnlich bist, aber die Wassermann ist sehr sozial. Du hast das immer mit anderen geteilt und das kostet Kraft und es wird oft auch ausgenutzt. Und jetzt lernst du etwas Neues, weil in diesem Drache, also das Drachenkörper, das kennen wir alle, das sind die Erinnerungen. Aber wir suchen den Kopf. Witzig könnte ich das sagen, oh, wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf der Drache? Ich suche, ja, ich sehe nicht. Ich zeig's dir, wo das ist. Das ist hier oben, wo deine Krone ist, im Löwe. Das ist der Kopf. Und das kennst du nicht, sondern deine Seele sucht das. Und wenn dir das bewusst ist, dann nimmst du das im Besitz und sagst, das ist mein Erfolg, das sind meine Träume, das verwirkliche ich. Und sei ein bisschen, es klingt nicht so positiv, aber ich kann das nicht anders beschreiben, sei egoistisch, im positiven Sinne egoistisch. Und sag, jetzt stehe ich zu mir selbst. Und das gibt die Selbstzufriedenheit und verlangst Respekt und gehst auf deinen eigenen Weg. Und die Menschen, die dich begleiten und dich ehren, diese Menschen pflegst du die Freundschaft. Und die Menschen, die dich ausnützen und unsicher machen, verabschiedest du ganz einfach. Und genau das ist der Weg, was deine Seele ausgesucht hat, das, was du brauchst. Und mit diesen Gedanken, Gefühlen stehst im Mittelpunkt in dein Leben, auch in die Öffentlichkeit. Weil da hast du die Drachenkopf. Wenn du das gefunden hast, ah ja, das ist mein Weg, das ist mein Platz im Leben, genau in die Richtung soll ich mich konzentrieren, dann kannst du das vereinen. Dann schließt sich den Kreis und lebst dein Selbst und fühlst du dich befreit. Die Elemente sind auch wichtig. Es gibt Feuerelement, das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme, zu sein von etwas. Dann die Erde-Element, das ist die Taten, die Sicherheit, Stabilität und Struktur. Dann die Luft-Element, das sind die Ideen, die Gedanken, die Ideen, das ist Luft-Element. Aber auch die Leichtigkeit. Und die Wasser-Element ist das Unbewusste, auch die Gefühle. Wenn ich die persönlichen Planeten betrachte, und das schließt sich mit Saturn, das heißt Uranus, Neptun, Pluto gehört nicht mehr dazu, dann unterteile ich das zu deinem Horoskop, die Elemente. Du hast Sonne, Venus, Saturn in Feuerelement. Du hast Mond und Mars im Luftelement. Du hast Merkur und Jupiter in Wasserelement und dein Aszendent auch und es fehlt die Erdeelement. Ist nicht weiter schlimm, in meisten Horoskopen fehlt ein Element, also es ist nichts Ungewöhnliches, dass ein Element fehlt, aber das brauchst du als Ausgleich, daran zu glauben, dass du deine Ideen im Tat umsetzen kannst und das befestigen. Erdeelement, konzentriere auf die Erde-Element. Sicherheit, Stabilität und Struktur, eine feste Boden unter deinen Füßen, die Materie, all das befestigen. Und ich bin ganz sicher, dass du hast hier in Kindheit, auch mit Freundeskreis, dass das immer wieder gespiegelt bekommen hast. Und schau mal, Stier an. Stier ist Besitz und Finanzen. Wer spiegelt dir das alles, was dir fehlt und kümmert dann um die Finanzen? Dein Partner im siebten Lebensbereich Ehepartnerschaft Stier. Das ist Besitz und Finanzen, weil Stier herrscht über Geld. Ja, er sorgt für das Geld. Und jetzt zu Mondhäuser.
In indischen Astrologie gibt es die sogenannten Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Chandra heißt der Mond und ist männlich. Und er verliebte sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte und das ist eine weibliche Energie und symbolisiert eine hübsche, junge, unschuldige Frau. Er verliebte sich an Rohini und machte einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater hat ihm gesagt, naja gut, du darfst meine Tochter heiraten, kein Problem, aber sie hat noch ein paar Geschwister und du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und er heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen und jede Frau ist anderes, verkörpert andere Eigenschaften. Natürlich ist Rohini die liebste Frau, Kala, die große Liebe des Mondes. Und das sind die Tagesbewegung des Mondes. Und das schauen wir an, in welchem Mondhaus befindet sich dein Aszendent und Sonne, Mond und die Planeten. Dein Aszendent im Skorpion befindet sich im Mondhaus Jeshta. Jeshta war die älteste von diesen 27 Frauen, symbolisiert aber nicht eine alte Frau, sondern symbolisiert eine kluge Frau. Und er hat, sie hat Respekt bekommen. Sie war die weiseste unter den Frauen. Weise hat Anerkennung bekommen, Ansehen und Respekt bekommen. Und das beeinflusst dein Aszendent, beeinflusst deine Persönlichkeit und dein Auftreten. Du brauchst diese Auftreten überall, dass du überall diesen Respekt bekommen sollst. Und das entspricht deiner Persönlichkeit. Sonne befindet sich im Löwe. Hier im Löwe, im Mondhaus Makha. Und in diesem Mondhaus herrscht Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen. Und Regulus symbolisiert Könige, Kaiser, Herrscher, Herrscherhäuser. Immer, seit Hunderten, sogar tausenden Jahren schon. Regulus ist dafür bekannt. Also du brauchst diese Krone, du brauchst diese königlichen Auftreten, weil das entspricht dein Selbst. Dann bekommst du auch Respekt. Also eine stolze königliche Haltung. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Und die Sonne steht schon in Verbindung zu unserem Herz, weil astromedizinisch herrscht über unseren Augen und über unserem Herz. Also die Augen klar und deutlich sehen, das Erkennen, dein Herzensangelegenheiten. Öffne dein Herz wie eine Schatztruhe, wie ein Königin und schau mal drin, was alles drin ist. Alles, was du liebst, das sollst du verwirklichen, weil das entspricht deine Wünsche, deine Vorstellungen. Mond befindet sich im Waage, im Mondhaus Svati und das bedeutet übersetzt Sva, selbst, Ati bedeutet Seele, das kommt von Sanskrit und das heißt für dich um deine Seele kümmern, um dein Selbst kümmern und das sagt dein Gefühl, das ist die Mondenergie. Svati wird von Kreuz des Südens beherrscht und das Kreuz des Südens ist im Südhalbkugel sichtbar und hier befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung und das Kreuz des Südens zeigt einen Weg und das ist die Richtung Spiritualität oder religiösen Themen. Mars befindet sich in Zwillinge im Mondhaus Atra und das ist die jugendliche Frische.
Merkur, Jupiter, beide im Krebs, im Mondhaus Aschleisha. Und hier ist die Schlangenenergie, die Kundalini-Energie. Bei Kundalini-Energie befindet sich zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die ganze Energie nach unten. Das sind falsche Freunde, Falschheiten und auch Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Diese Energie, was alles nach unten zieht, blockiert. Und davon sollen wir uns trennen, von Angst befreien. Wenn wir von diesen Gefühlen oder falschen Kontakten oder Einsichten oder falsche Entscheidungen uns befreien können, dann steigt die Energie nach oben und das ist die zweite Schlange in diesem Kundalini-Energie, das befreit und steigt alles nach oben. Das ist Erfolg und Glanz. Und das ist die Wandlung, das ist die Transformation. Und hier hast du Merkur und das symbolisiert das Wissen. Und hier hast du Jupiter, diese Weisheit. Und hier hast du diesen spirituellen Weg. Das kannst du sogar beruflich auch umsetzen, anderen Menschen helfen, als Heilung oder Energiearbeit. Weil das ist auch Bildung. Venus befindet sich im Löwe, im selben Mondhaus wie deine Sonne, das heißt Magna, und wird von Regulus bestrahlt, einem königlichen Stern. Du als Frau, sei die Königin und leb dein Herz, dein Herzensangelegenheiten. Saturn befindet sich im Löwe, aber in anderen Mondhaus, und das heißt Purva Palguna, und das heißt, und bei Saturn handelt es sich um Karma und Schicksal. Es war zuvor etwas und kehrt zurück in dein Leben. Und das passiert dasselbe, was du schon früher erlebt hast. Und lass das jetzt reifen. Lass Zeit dafür. Und dann kommt die Vollendung. Zeig ein bisschen Geduld. Uranus befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Vishaka. Und das ist die Feuergöttin und verbrennt alles, was im Weg steht. Jetzt nicht im negativen Sinne, es ist keine Zerstörung, sondern das Loslassen, die Prozess des Loslassen. Und Vishaka, diese Feuergöttin, bringt die Feuer im Tempel. Das ist die Tempelfeuer und das hat eine reinigende Wirkung und das brennt. Das ist dieses ewige Feuer, die Liebe und Begeisterung und Hingabe. Das ist das innere Feuer gemeint. Neptun ist hier im Skorpion bei Aszendent im selben Mondhaus Jeshta. Das ist die älteste Schwester, wo Anerkennung bekommt, natürlich. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau im Mondhaus Chitra und hier befindet sich die Balancepunkt und das heißt das innere Gleichgewicht, das brauchst und das gibt dir die innere Kraft und wird von Spica bestrahlt. Spica ist im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage und das ist die Weizen-Ehre der Jungfrau und das bedeutet, das trägt Früchte, das ist Ernte, wie bei Getreide, das braucht Zeit zum Reifen, aber diese Ernte kommt und daran sollst du vertrauen und dann gibt es dir die inneren Kraft. Und jetzt noch die Verbindungen. Sonne und Venus im Löwe bilden sich eine sogenannte Konjunktion, das heißt, sie wirken zusammen. Dein Selbst und deine Weiblichkeit, du als Frau, das sollst du in Ausdruck bringen. Aber bei Venus-Energie, gerade hier in Berufung, handelt es sich auch um Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit, das zu verwirklichen. Mond steht zu beiden Mondknoten in einer schönen Verbindung. Mond bestrahlt auch Rahu, auch Ketu und das heißt, du hast ein gutes Karma.
Saturn steht mit Uranus in schöner Verbindung, das heißt, in deinem Schicksalsweg kreuzen sie sich immer außergewöhnliche Menschen, außergewöhnliche Lebensumstände und das bringt dich weiter, das bringt auch Glück. Saturn steht in einer Spannung zum Pluto und das heißt, diese Spannung ist für dich nicht einfach loslassen. Ist aber sehr wichtig, damit du selbst in deiner inneren Kraft bleibst. Das ist das große Thema, das Loslassen. Liebe Ariada, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.